Lazzaro gewann in Baden-Baden wie ein Pferd, das noch viel mehr kann. Auf schwerem Boden ist der Wallach in seinem Element. Lazzaro ist für uns der Sieger im ersten Rennen des Tages. Außen Schiel, dann Queen Sari, dann Norton. Lazzaro auf diesem Boden und mit diesem Jockey fühlt er sich wohl. Völlig souverän gewinnt Lazzaro dieses Rennen. Dahinter ist es Norton. Vamos Amarte ist eine Debütantin aus dem großen Stall von Henk Grebe. Ihr Trainer kann Pferde siegfertig herausbringen. Die Konkurrenz ist überschaubar. Vamos Amarte ist deshalb unser Tipp im zweiten Rennen des Tages. Gorgan war Dritter in den 2000 Guineas in Italien und Deutschland. Mit diesen Formen steht er in diesem Rennen deutlich über den Gegnern. Gorgan ist deshalb unser Favorit im Rudolf August Oetker Gedächtnisrennen. Devil's Point, behind the Gorgon! Devil's Point, aus Pedalti und Gorgon! Devil's Point gewinnt die Guinness! Argentum ist zweifacher Sieger und schon auf Listenebene platziert gewesen. Im Derby Italiano spielte er zwar keine Rolle, doch hier ist es einfacher. Argentum ist deshalb unser Tipp im Hapag-Lloyd-Rennen. Geht vorbei. Argentum kann sich verabschieden und kann sich lösen. Argentum heißt der Sieger, der leichte Sieger vor Kölle. Veil of Shadows hatte man in Hannover in einem ähnlichen Rennen wie diesen zwar etwas stärker eingeschätzt, doch ihre Siegform aus Straßburg war gut, als sie mit Alpenjäger einen Gruppesieger schlagen konnte. Veil of Shadows ist unser Tipp in der Japan Racing Association Trophy. Shadows, Tony P. Conn, aber ist vorn. Veil of Shadows vor Alpenjäger und Veil of Shadows gewinnt. Lingua Franca gewann im Mai ein Listenrennen in Hannover und ließ dabei unter anderem Weltbeste hinter sich, die heute im deutschen Derby startet. Ihr Trainer ist in Deutschland immer sehr erfolgreich und so ist Lingua Franca unsere Favoritin im Jack White Hamburger Stutenpreis. Innenseite wird nochmal stärker, aber Lingua Franca gewinnt das Rennen vor Donna Giulietta und Weltbeste. Somersby ist als Wallach deutlich stärker als Hengst und sein Krefelder Sieg fiel ganz leicht aus. Der Vierjährige sollte noch Reserven haben und deshalb ist Somersby unser Tipp im siebten Rennen des Tages. Aber Somersby stiefelt immer weiter, Startziel, die Steilform ist bombastisch von Andreas Wöhler. Hoch überlegen gewinnt Somersby dieses Rennen, dahinter ist es eng. Narrativo gewann mit dem Union-Rennen die wichtigste Derby-Vorprüfung leicht und ließ dabei 5 heutige Gegner hinter sich. Sein Trainer und sein Jockey wissen, wie man das Derby gewinnt. Und deshalb ist Narrativo unser Favorit im Idee 155. deutschen Derby. Ein beeindruckender Sieger in der Union und der Stalleinlauf Hedlingen perfekt mit Aleno auf Platz 2. Solterio wird so schnell kein Weg zu weit. Er ist in dieser Saison stark in Form und trifft passenden Boden an. Mit 5 Kilo Erlaubnis könnte Solterio der Sieger im 9. Rennen des Tages sein. Solterio mit der Kondition, Solterio von Miss Marble. Solterio, Startziel mit Nina Baltromay, gewinnt gegen Miss Marble. Dahinter ist es Manon de Bois. Daydream Express ist eine aus England importierte Stute, die in Deutschland mit 2 Siegen und einem 2. Platz noch nichts falsch gemacht hat. In Krefeld siegte sie überlegen. Auch mit Aufgewicht könnte Daydream Express die Siegerin im 10. Rennen des Tages sein. Daydream Express gegen Woody Wood am Bild Alcahama. Daydream Express, eine Demonstration dann. Shale konnte seiner Favoritenrolle in Baden-Baden zwar nicht ganz gerecht werden, doch nun nimmt man wieder Gewicht herunter und schwerer als beim letzten Mal ist es nicht. Shale ist deshalb unser Tipp im 11. Rennen des Tages. Auf diesem Boden und mit diesem Jockey fühlt er sich wohl. Völlig souverän gewinnt Lazzaro dieses Rennen. Dahinter ist es Norton, dann ist es Gamin, dann erst Schild. Unwetter zeigte in Hoppegarten als Zweite in einem kopfstarken Feld eine gute Form. Im vergangenen Jahr war sie in Hamburg bereits Zweite. Unwetter könnte die letzte Siegerin des Derby-Meetings 2024 sein. Die letzten 100 Meter, Unwetter und Bombastik an der Innenseite. Bombastik und Unwetter, Bombastik voraus und Bombastik gewinnt gegen Unwetter. Dahinter Zielfoto, Geopolitik oder North.